In Danzig ist heute das Museum des Zweiten Weltkrieges eröffnet worden, nach langem Streit mit der nationalkonservativen Regierung. Sie fordert, das Konzept zu ändern und so wörtlich die polnische Wahrheit darzustellen. Kritiker sprechen vom Versuch, Geschichte umzuschreiben. Das Konzept hatte die liberale Vorgängerregierung beschlossen. Eine Warschauer Wohnung bei Kriegsende, die Stadt komplett zerstört von den Deutschen. Diese Löffel wurden in Auschwitz gefunden, Zeugnisse des Massenmords an den Juden. Das neue Museum, international hochgelobt, im eigenen Land umstritten, zeigt vor allem das Grauen des Zweiten Weltkriegs in all seinen Facetten. Eigentlich ein Antikriegsmuseum, freut sich der Museumsdirektor. Er ist erleichtert über die Eröffnung, denn die war alles andere als sicher. Noch vor einem Jahr hätte ich nicht geglaubt, dass es überhaupt dazu kommt. Aber wir haben das Ende abwehren können, wir haben es geschafft. Ginge es nach der nationalkonservativen Regierung, gäbe es das Museum so nicht. Es sei zu wenig patriotisch, die polnische Opferbereitschaft käme zu kurz, heißt es. So plante die Regierung eine Fusion mit einem anderen Museum, mit neuer Leitung und wohl einer Erinnerungskultur, die den Nationalkonservativen gefällt. Doch der Plan scheiterte vorerst. Der Kulturminister jedenfalls ist zur Eröffnung nicht erschienen, wie vorher schon angekündigt. Die Ausstellung lebt von den Erinnerungsstücken privater Spender. Andrzej Stacheckis Vater ist 1939 von den Deutschen erschossen worden. Die letzten Briefe gehören in diese Ausstellung, und zwar so, wie sie ist, findet der Sohn. Ich möchte nicht, dass Politiker wie Jarosław Kaczynski im Leben meines Vaters herumwühlen. Doch die Zukunft des Museums ist ungewiss, denn schon bald entscheidet ein Gericht erneut über die Fusionspläne der Regierung. Und schon jetzt ist klar, es fehlt Geld, das Museumsbudget reicht nicht.